dann gemacht haben, die haben Sie wahrscheinlich motiviert, weiterzumachen. Aber wann war das so, dass Sie sagten, das mache ich jetzt wirklich zum Beruf und ich lerne nichts anderes mehr und ich mache nichts anderes mehr und das ist mein Ding? Also das passiert jetzt immer noch jeden Tag neu. Und es war nicht so, dass ich eines Tages ein einschneidendes Erlebnis hatte, an dem ich sagte, ab heute mache ich nur noch Musik oder dass ich eine Vision entwickelt hatte, auf die ich hinarbeiten würde. Das hat sich wirklich so Schritt für Schritt entwickelt über die Jahre. Ich habe so mit 14 begonnen, die Musik mit Auftritten ernster zu betrachten. Man könnte so sagen, in der Zeit 14 bis 16, da hat sich wahrscheinlich das meiste herauskristallisiert, dass ich mehr damit machen möchte. Und das ist ein täglicher Prozess, der sich also auch jetzt noch fortsetzt. Nun ist das ja sehr schwierig. Ich meine, das möchten viele. Viele möchten Sänger werden oder, wie ich es eingangs gesagt habe, als Popstar berühmt werden. Ist das so einfach oder braucht man die richtigen Kontakte oder den Mut oder was ist das, womit man wirklich erfolgreich wird? Also es ist einfach, aber nicht leicht. Ich denke, viele Menschen denken einfach ein bisschen zu kompliziert, was man alles tun möchte oder tun muss und können muss. Und ich denke, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist auch, sich nicht zu verbiegen. Viele Menschen werden zwar berühmt, weil sie sich verbiegen, je nachdem, was gerade in Mode ist, wird so etwas beispielsweise gesungen. Es gibt so prominente Beispiele wie Heino, der sich erst spät in seiner Karriere geoutet hat, dass er die Richtung von Musik eigentlich doch nicht so toll findet. Gegenbeispiele sind solche Menschen, um auch einen Pianisten zu nennen, wie Udo Jürgens, den ich sehr schätze, der sich niemals verbogen hat und also bis heute noch wirklich die Dinge macht, hinter denen er auch wirklich steht. Ist ja auch ein fantastischer Musiker, der hat ja auch wirklich Hits geschrieben, Ohrwürmer. Aber ist das so, dass man sich nicht ein Stück weit mit Kompromissen anfreunden kann? Man kann sich gewiss mit Kompromissen anfreunden, aber wie Sie es sagen, eben nur ein Stück weit. Und man darf nie aus dem Auge verlieren, was dieser Kompromiss ist. Man darf nicht anfangen, sich damit zu identifizieren. Und wenn man einen Kompromiss eingeht, das tue ich beispielsweise auch in Augenblicken, wenn sich ein Gast ein gewisses Stück von mir wünscht, das ich aber eigentlich persönlich nicht so gern mag, den Wunsch erfülle ich dem Gast dann natürlich gerne. Und selbst wenn der Erfolg mit diesem bestimmten Stück dann grandios sein sollte, werde ich nicht das zu einem festen Bestandteil meines Programms machen, denn ich bleibe ich. Und wenn man das so wirklich sich immer vor Augen hält und sich nicht mit den Kompromissen identifiziert, dann kann man die ruhig eingehen. Da werden wir gleich noch ein bisschen weiter drüber sprechen. Wir Ja. machen kurz vorher eine kleine Werbepause. Bleiben Sie dran. Willkommen zurück. Bei mir ist Mr. Piano Dennis R. Volk. Wir haben gerade schon die ganze Zeit darüber gesprochen, wie Sie eigentlich dazu gekommen sind. Nun ist es so, dass Sie sich beschreiben als, klar, als Pianist, das ist ja Ihr Hauptaugenmerk, aber auch als Sänger, als Comedian, als Entertainer. So ein Gesamtpaket, wie kriegt man das bitte alles unter einen Hut? Das kriegt man ganz gut unter einen Hut, wenn man in dem Fall, wie ich das tue, einfach, ich sag mal, auf seine innere Stimme hört. Das sind alles Dinge, die mir Spaß machen, auf die ich sehr große Lust habe. Man kriegt es natürlich selten während einem und demselben Auftritt unter einen Hut. Also das würde ich schon getrennt voneinander betrachten. Wenn ich ein Entertainment-Programm mache, dann ist es ein Entertainment-Programm. In diesem Fall würde ich nicht so sehr als Pianist mit Fähigkeiten an den schwarz-weißen Tasten im Vordergrund stehen. Und wenn ich wirklich nur als Pianist auf einer Gala gebucht bin, dann werde ich auch tunlichst das Singen unterlassen. Also es sind verschiedene Gegebenheiten, für die ich dann eben das entsprechende Kommunikationsmittel, soll es jetzt einfach schön sein, romantisch, berührend, soll es lustig sein, eine Show, mitreißend, da packe ich dann immer das entsprechende dann auf den Teller. Ist es so, dass der Weg eigentlich schon gefunden ist, den Sie gehen wollen? Weil der Erfolg ja jetzt langsam beginnt. Der Erfolg ist da, das ist richtig. Ich weiß, dass ich auf einem richtigen Weg bin. Das merke ich dann, wenn ich
meine Auftraggeber höre, wie die sprechen, wenn sich auch Auftraggeber bedanken nach Veranstaltungen, die eigentlich als aussichtslos galten. Neulich hatte ich so einen Fall, eine eigentlich relativ dröge Veranstaltung von hohen Versicherungsleuten und mein Kunde sagte am Anfang der Veranstaltung, das schafft ihr nie, die irgendwie aus der Reserve zu locken. Das ist aber doch gelungen und solche Augenblicke sagen mir dann eben, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ja. Sie arbeiten auch mit anderen Künstlern zusammen. Ist das auch eine Marktlücke oder ist das so, dass man das einfach macht? Auch das ist wieder eine Sache, die sich ergeben hat. Ich habe nicht über Marktlücken oder solche Dinge nachgedacht. Es hat sich einfach ganz natürlich entwickelt. Es sind alles Menschen, die ich irgendwann im Laufe meines Weges kennengelernt habe. Und dann fällt irgendwann dieser typische Satz unter zwei Künstlern, lass mal zusammen was machen. Und da haben sich dann ganz hervorragende Sachen ergeben. Ein Programm mit einer fantastischen Sängerin, Bonita. Und die werden wir uns nämlich jetzt mal anschauen. Aha, das okay. Ist die Überleitung, hervorragend, gut gemacht. Ja. Da haben wir ein paar Bilder. Da geht richtig die Post ab. Ja. Ist das so, dass man mit diesem Nachsingen, Covern, wie es ja auch heißt, mehr Erfolg hat? Muss man das machen, wenn man irgendwo auftreten möchte? Man muss nicht, aber es gibt einen ganz wichtigen Grund, wieso man das tut. Ganz einfach, weil Musik Emotionen weckt und Musik weckt auch immer Erinnerungen. Und bei den meisten Leuten werden eben Erinnerungen durch Lieder geweckt, die bekannt sind. Man hat irgendwann, als man sich verliebt hat, im Autokino den Soundtrack gehört oder zu bestimmten Liedern damals getanzt. Und aus dem Grund spielen wir diese bekannten Lieder, um die Menschen eben da abzuholen, wo sie sich gerade befinden. Und das ist ganz wichtig. Ist das auch möglich? Glauben Sie daran, dass Sie...